Nautilus, Dateien verstecken. Dateien mit einem Punkt am Anfang sind vorerst nicht zu sehen, können aber durch die Funktion verborgene Dateien anzeigen, im Menü Ansicht zum Vorschein kommen oder man drückt gleichzeitig die Tasten STRG und H. Ebenso ist es möglich, eine Datei namens Punkt HIDDEN in dem Verzeichnis, wo sich die Dateien befinden, die versteckt werden sollen, zu erstellen. In die Datei .hiddn werden die Namen der Dateien geschrieben, die nicht sichtbar sein sollen. Das mache ich jetzt mal. Ich klicke auf eine freie Fläche mit der rechten Maustaste im Fenster, gehe auf Dokument anlegen, leere Datei. Gebe ein .hiddn, Enter, öffne die Datei mit dem Texteditor und schreibe jetzt die Dateien rein, die ich verstecken möchte. Es können natürlich auch Ordner sein. Speichere und schließe den Texteditor. Drücke jetzt gleichzeitig die Tasten STRG-K und schon sind die Ordner nicht mehr da. Ciao und viel Glück!